von innen rauf. Geh da down. Ja, vielleicht sollte man sich eher auf die Magie verlassen, wenn man schon Magier ist. Ja, ja. Mit Magie mache ich wenigstens Schaden, mit dem Furienschwert mache ich nicht so wirklich Schaden. Und das stimmt. Wo sie eigentlich gemacht ist. Also macht ja eigentlich doch nicht schlecht Schaden. Ja, ist schon ein gutes Schwert. Mit 10 Menschlichkeit wären wir sogar noch besser. Warum habe ich versucht Y? Weil man mit Y bei Warframe die Waffe wechselt. Das macht keinen Sinn. Stimmt, du spielst nie mit Controller. Oder? Nee. Aber auch dann macht es keinen Sinn, weil ich wollte nicht die Waffe wechseln. Ich wollte aktivieren. Ah. Ah, dann weiß ich es auch nicht. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also hast jetzt an sich den kürzeren Weg. Wenn du jetzt hochgehst, musst du den Magier links besiegen und kannst dann gleich hochrennen. Warum kriege ich den noch hin? Nimm den Seelensperr. Nein! Fuck! Egal, lass hier nur ruhen, geh nach oben. Hast du ein Schild gerade nicht oben, oder? Nein, hatte ich nicht, weil ich habe gehofft, dass ich Was mit dem Anvisieren ist, lässt echt zu wünschen übrig. Dass ich den so hinkriege, sag ich doch. Ach, halt's Maul. So, jetzt muss das Teil drehen. Ich hoffe, hier oben ist nicht noch eins. Okay. Drehen und nach unten gehen. Ich gehe aber nach oben. Jetzt nach. Werden Seelen aufsammeln. Ach, stimmt, ich bin nachher stumm. Ist übrigens echt schwer, da falsch runterzuspringen, ja? Ja. Da gehört schon was zu. Da steht gleich ein Bogenschütze. Sauber. So, in einer der beiden Räume ist der Schlüssel versteckt. Ich glaube im linken Teil, in dem der so gerade zu. Nee, ich glaube nicht. Ach, den nimmt man. Im anderen gibt es aber auch einen Mimik. Das weiß ich. Einen blauen Brocken. Und ein Kristallblut gibt es dort. Wofür war der Hund? Für Kristallwaffen. Total überflüssig. Ja. Ach, den Scheiß. Warum mach ich sowas drauf? Ach ja, ich wollte den Schlüssel haben. So. Ich hab keine Ahnung, wo was ist. Ich glaube, da ist der Mimik von der Tür. Das ist, soweit ich weiß, auch der Fall. Ja. Ja, richtig schöner Waterspeak geworden. Wäre richtig schön gewesen. Verzaubertes Fallrier. Auch eine gute Waffe. Muss der Schlüssel sein. Ja. Ja. Erstmal in diesem Raum. What, 4 Kisten. Das muss ein Mimik drunter sein. Wahrscheinlich 2 oder 3 davon sind Mimik. Ja. Und dann, what? Ist ja fast nix ein Mimik. Wir können jetzt auf 2 Wege Zeit sparen. Sogar Weg sparen. Zeit ist ja egal, aber Wege nicht so. Könnt sich dort ans Leuchtfeuer setzen oder und dann zurückporteln oder jetzt zurückporteln. Ich will laufen. Na dann lauf. Okay, ist jetzt vielleicht gar nicht mal so unklug, das Laufen zu üben. Vor allem, weil ich das Ding hier auch noch umdrehe dabei. Ja. Das ist dann leichter machen, wieder zurückzukommen. Nee, da gibt's eine Treppe nach unten. Ja, ist gut. Ich habe einen Lauf gemacht. Vorsicht, mal gut von hinten. Ich sehe.
Sie macht mir schon Bange. Kannst du einfach runterrennen. Tut bestimmt nicht weh. Ich glaube, da fliege ich sogar über die... über das Gitter hier rüber. Wenn du weit genug springst, schon. Ich muss nicht mal, glaube ich, springen, oder? Das weiß ich weiß nicht. Es nicht. Mann, so lange nicht mehr gespielt. Oh Gott. Das macht die Sommerpause aus uns. Richtig Schlaffis hier. Absolute Kackbunze, die keine Ahnung mehr vom Spiel haben. Dann können wir endlich das Teil machen, oder? Ja. Zwei auf einmal. Wow. Gleich noch einmal. Jetzt alle fünf. Nee. Überleben sie leider. Ein einzelner. Oh. Hast du echt früh gemerkt, dass du nicht mal hinkommst? Ja. Oder echt ziemlich wild. Echt gefährlich werden können. Keine Menschlichkeit, das ist ja. Oh, da hinten gibt's eine Folge wieder aus hier. Oh, thank you very much. I'm safe. I must be sure to repay you. I will visit the archives. If I discover any new spells, I shall share them. Ja, viel Geld. Prepare to be impressed by the onward march. Aber guck mal, wie viel sehen wir schon? Ja, das ist gut. Weißt du, was wir dafür kriegen? Kristall Seelenmasse. Einmal. Okay, zweimal. Hat man die Magie. Aber trotzdem. Ich glaube, die kostet sogar 50.000 dann. Ich meine, 2000 kriegen wir noch zusammen. Haben wir wahrscheinlich noch einen Tag rumgammeln. Ja, das stimmt. Hey, du darfst dann gleich gegen Sieg kämpfen. Juhu, ich glaube nicht. Ja, zumindest nicht gleich, ja. Vielleicht, du wirst wahrscheinlich nochmal zwischendurch spielen dürfen. Ja. Wenn nicht du vielleicht davor stehen wirst. Okay, der Weg dorthin ist... Ah, ja, da könnte ich noch Probleme mit sich bringen. Ups, ich mach mal meinen Ton aus. Hast du den Ton eigentlich aus? Natürlich. Bist professionell, ja? Ja, ja, klar. Aber wenn ich spiel nicht mehr richtig kann, professionell versuche ich trotzdem zu sein. Ja. Gleich noch den nächsten Ton ausmachen, nicht dass ich noch eine SMS kriege. Wie geht denn das hier? Hab ich noch nie gemacht! Nee, das ist ja nicht ein bisschen komisch. Wenn ich meinen Ton ausmachen will, fragt es mich, Energiesparmodus ausmachen? Ich sag nein, Ton bleibt an. Erst wenn ich sage ja, Energiesparmodus an, geht er aus einem, geht er aus dem Lautmodus raus. Also, das ist ja nicht ganz normal. Vielleicht ein bisschen verbuggt oder so. Und ja, das ganze Handy ist ein Bug. Ja, so scheiße wirkt's aber auf mich nicht. Nee, es telefoniert und schreibt SMS, also. Wenigstens das, das konnte mein altes nicht vernünftig. Ja, also, für was anderes braucht man ja ein Handy nicht. Ja, okay, es gibt noch irgendwelche Leute, die meinen, ein Smartphone braucht man als Mikrofon für das Let's Play, aber... Ja, das war eigentlich nur so ein dummer Einfall, ja, könnte mal probieren. Dafür sind Smartphones gut. Also, ja, mit Smartphones kann man schon eine Menge machen, aber. Ja, zum Beispiel Let's Plays aufnehmen. Manchmal kann man nicht so viel machen mit Smartphones. Beim nächsten Mal setzen wir uns einfach hin und machen ein Video vom Bildschirm. Ja.
du musst nur ausloggen und einloggen. Für Logan. Logan. Damit du ihn siehst. Ich probiere es einfach mal. Logan. Dann mache ich das. Ach doch. Ah. Mensch, Mensch. Hello there. I was expecting you. Hello. Truly magnificent. More than expected. As promised, I shall show you the new sorceries with you. And the secret of Seath's immortality. Rede mal mit ihm. Ah. The secret to Seath's immortality. If you have fought him and were imprisoned, you must know that Seath is a true undead. Different from ourselves. His wounds close promptly, and no mortal blow affects him, granting true insulation from death. His wounds close promptly, and no mortal blow affects him, granting true insulation from death. It is an effect of the primordial crystal, a sacred treasure pillaged by Seath when he turned upon the ancient dragons. So only by destroying the primordial crystal so much as scratch his hide, and it so happens the primordial crystal is in the inner garden of these very archives, the crystal forest. Moment. So viel Informationen, und ich habe erst nachdem ich Steve besiegt habe mitgekriegt, dass Logan mir diese Informationen gibt. Ja, ich auch. Liegt bei mir nur daran, dass ich selbst gespoilert habe. Kristallseelenspiel. Ich hätte gern beides, sag ich mal so. Die Kristall, Tiefflug-Kristallseelenmasse, welche ich übrigens besser finde. Ja, die würde ich auch als erstes kaufen und dann kaufen wir später die. Ja. Welchen Stab nutzen wir eigentlich gerade? Immer noch den stinknormalen, ja. Ja. Lass uns 50.000 Seelen farmen, den Kristallseelenspeer farmen und den Laugen töten. Ja. Weil das war das gut. Weil dann kriegen wir Logans Stab. Könnten natürlich auch Logan auf freundliche Art und Weise töten, indem wir warten, bis er uns angreift. Dann kriegen wir sogar noch seinen Hut, der uns überhaupt nichts bringt. Ja. Dafür müssen wir allerdings alles kaufen, was er hat. Dann wird er nämlich Wahnsinn. Das könnten wir eigentlich zeigen. Ja doch, lass ihn nicht böse töten, lass ihn lieb töten. Zauberer, stimmt erstmal. Das ist das. Genau. Ja. Den normalen Seelenspeer würde ich wegnehmen. Den normalen Seelenpfeil. Den Seelenpfeil? Ja. Ja gut. Ich glaube, das könnte knapp werden. Ja, nochmal die großen. Aufsteigen oder lieber sparen?